Bundesliga, vierter Spieltag, noch einmal alle Ergebnisse. Borussia Mönchengladbach, Leverkusen 1:0, Dortmund, Düsseldorf 2:1, Kaiserslautern 1860, München 3:2, Duisburg, Karlsruhe 2:2. Diese Spiele bereits gestern. Heute dann Frankfurt, Stuttgart 2:1, Köln, Hamburg 0:3, Bayern, München, Schalke 5:1, Nürnberg, Bochum 0:2 und Uerdingen, Bielefeld 2:2. Die Tabelle. Der HSV an erster Stelle, allein vor einem dichten Verfolgerfeld. Bayern München, Frankfurt, Düsseldorf, Gladbach und Kaiserslautern. Und dann das Mittelfeld, schwenken wir mal langsam nach unten, wie es am Tabellenende aussieht. Wer heute im Mittelfeld steht, kann morgen schon Tabellenführer sein. Nach 4 Spieltagen lassen sich allenfalls leichte Trends, Abstiegsgefahr beispielsweise für 1860 München, für Uerdingen 05 und Arminia Bielefeld unverändert groß und natürlich auch für Schalke und den ersten FC Nürnberg. Interessante Begegnungen auch am kommenden Wochenende, schon Freitag Bochum gegen Kaiserslautern, dann Samstag 60 München Köln, HSV Frankfurt, VfB gegen Gladbach, Leverkusen Uerdingen, Bielefeld Bayern München, Schalke Dortmund, der Schlager im Ruhrrevier und Duisburg Nürnberg Karlsruhe gegen Fortuna Düsseldorf. In einem vorgezogenen Spiel der zweiten Bundesliga-Gruppe Nord schlug Herford Preußen Münster mit 3:0. Zwei Weltmeisterschaftsqualifikationsspiele wurden heute ausgetragen. Eine Sensation ist dabei zu vermelden. In der Gruppe 1 besiegte Albanien in Tirana Finnland mit 2:0. Interessant deshalb, weil Deutschland in dieser Gruppe spielt. Wir werden uns die Tabelle ansehen. Albanien führt hier gemeinsam mit Bulgarien. Finnland hat bereits 2 Spiele verloren. Die deutsche Mannschaft trägt ihr erstes Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel am 3. Dezember dieses Jahres in Bulgarien aus. Die Österreicher spielen in diesem Monat noch am 29. September in Finnland. Gruppe 3 meldet Island, UdSSR 1:2. Noch einige kurze Nachrichten. Der fünfmalige Wimbledon-Gewinner Björn Borg besiegte im Viertelfinale der US-Tennismeisterschaften in Flushing Meadow den Amerikaner Roscoe Tanner in 5 Sätzen mit 6:4, 3:6, 4:6, 7:5 und 6:3. Titelverteidigerin Tracy Austin, USA, erreichte als erste das Halbfinale durch einen Zweisatzsieg über ihre Landsmanni Pam Shriver. Bei der internationalen Galopprennwoche in Iffezheim bei Baden-Baden mussten die deutschen Rennpferde erneut eine Niederlage hinnehmen. Der Favorit des über 1200 Meter führenden Rennens um die goldene Peitsche, Esclavo, mit seinem Jockey Ralf Surland, musste sich hinter dem schwedischen Pferd Song of Songs mit dem Münchner Jockey Otto Gerwey mit einem zweiten Platz begnügen. Rainer Pottle schließlich aus Berlin erreichte bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Besançon zum 11. Mal das Steherfinale der Amateure. Sportaktuell meldet sich wieder und das ist gleichzeitig auch die nächste Sportsendung des ZDF am kommenden Freitag von 16:15 Uhr bis 16:45 Uhr. Thema: das Zukunftsrennen.